Anna Dressel an Position 2 vor Emma Herwig. Und es scheint, als könnte Jule Lindner das Tempo nicht mehr mitgehen. Aida Budde geht in die letzte Runde auf die letzten 400 Meter. Ganz, ganz großer Vorsprung vor Emma Herwig und Elina Dressel. Noch 250 Meter und 3 Hindernisüberquerungen für Adia Budde auf dem Weg zu der Goldmedaille, zu ihrem deutschen Meistertitel in der U18. Noch einmal über den Wassergraben. Das hat funktioniert. Trägt sie quasi hier ins Ziel, die letzten 80 Meter für Aida Budde, TSV Altenholz. Starkes Finish noch einmal von Aida Budde. 6:33:73 im Alleingang. Trotzdem eine sehr starke Zeit. Und dann haben wir Elina Dressel, LAC Passau an Position 2. Und